Die neuen Wirkungsbereiche von Laminein. Die neuen Wirkungsbereiche von Laminein sind Anti-Aging, also sprich die Verjüngungskur, dann das Verbessern der Erinnerungsvermögen und der Gehirnleistung, das Verbessern der Hautregeneration und unter anderem auch die Linderung von den verschiedensten Hautkrankheiten. Dann DHEA Libido, Verbessern der Libidoleistung bzw. auch des Libidos, also sprich des Sexualdrang-Gefühles. Unter anderem auch mehr Energie und Leistungsfähigkeit, um so den Alltag besser zu gestalten. Wichtig auch die generelle schnellere Regeneration, egal ob das die Muskulatur ist, ob das das Körperwohlbefinden ist oder. Man fühlt sich einfach schneller regeneriert. Auch die Verbesserung des Schlafes ist eine Wirkung von Laminein. Das bedeutet, die Verbesserung des Schlafes führt zu mehr Leistung im Alltag, weil einfach ein tieferer und besserer Schlaf möglich ist als vielleicht vorher. Die Stressreduktion. Ja, eines der wichtigsten Faktoren, dass der Cortisolspiegel gesenkt wird und somit das Stresslevel im Körper, sprich der Stresspegel, gesenkt wird. Je nach Alter sind durchaus über 20% Reduktion des Cortisolspiegels möglich, was ebenfalls zu einem besseren Wohlbefinden führt. Unter anderem führt das auch durch eine bessere Stabilisierung. Also auch das Verändern des Serotoninspiegels wird durch Laminein beeinflusst. Das sind die wichtigsten Wirkungsbereiche, was selbst Laminein bisher in den meisten Fällen bewirkt hat. Unter anderem gibt es dazu auch Wirkungsberichte. Die Wirkungsberichte können zusätzlich unterhalb des Videos in der Beschreibung gefunden werden oder sogar angefordert werden, je nachdem, wie man das möchte. Weitere Informationen zu dem Thema Laminein und deren Produkte von Lifehub Pro Network finden Sie hier auf diesem Kanal. Bitte um Beachtung, dass ich hier keine Heilaussagen machen darf und alle Informationen nur Erfahrungen von Kunden und anderen Teampartnern aus der Vergangenheit sind. Es gibt daher keine Garantie für die Zukunft, denn jeder Mensch reagiert anders. Mir liegen derzeitig keine ärztlichen Berichte vor, die von medizinischer Seite bestätigt sind. Alle Erfahrungsberichte sind somit individuelle, oftmals subjektive und persönliche Wahrnehmungen des Einzelnen. Bei Beschwerden solltest du unbedingt deinen Arzt oder deinen Heilpraktiker deines Vertrauens konsultieren. Wenn Ihnen unser Kanal gefällt, dann abonnieren und liken Sie und kommentieren Sie unsere Beiträge. Und somit wünsche ich Ihnen viel Erfolg und viel Gesundheit mit Lifehub Global Network.